Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. Ja, was machen wir heute? Das ist eine gute Frage. Ich hätte mal wieder Lust auf eine Loot-Runde, aber zuvor werden wir mal eine Lagereinheit bauen. Die wollte ich ja schon immer bauen. Ich bin einfach mal gespannt, wie die aussieht, ob die richtig gut ins Bild passt, in unsere Basis passt. Und da gucken wir doch gleich mal, wie es aussieht. Strom und Masse haben wir ordentlich gesammelt. Und hier ist diese Lagereinheit. Bietet umfangreichen Stauraum zur Lagerung zahlreicher Gegenstände. Wir benötigen 10 Bretter, 5 Legierungsbleche und 12 Kristalle. Das sollten wir alles haben. Also gucken wir mal unsere Kisten durch. 10 Bretter, 12 Kristalle und 5 Legierungsbleche. Legierungsbleche. Da ist es knapp, aber die bekommen wir noch zusammen. Ja, ich habe da einfach Lust drauf, mal diese Lagereinheit zu bauen. Nicht, weil wir sie brauchen, sondern einfach, weil sie sicherlich super schön aussieht. So hoffe ich jedenfalls. Wir werden es gleich sehen. Lagereinheit wird hergestellt. Und dann können wir jetzt auch mal auf unseren Strom schauen. Wir haben jetzt 532 Strom. Ich habe die Schmelze an. Ja, 15 Einheiten sind noch drin. Wir haben draußen unseren Erdbohrer an. Und jetzt gehen wir mal looten. Und dann schauen wir mal, wenn wir zurückkommen, ob sich hier was getan hat, ob wir mehr Strom haben oder ob das gleich geblieben ist. Denn wir haben so in etwa, ja, plus minus null. Das, was reinkommt, geht eigentlich sofort wieder raus. Aber ich sag mal, einen guten Tag sollte das schon bis auf eine Einheit bei 1.0 hochgehen. Unsere Lagereinheit, da ist er. Jetzt guck mal erstmal, wie die aussieht. Oh, schick sieht's aus. Auf jeden Fall. So, würde ich nämlich direkt hier platzieren. Gucken wir mal, dass wir vielleicht die Kiste hier erstmal umsetzen und dann vielleicht direkt umlagern. Packen wir es einfach mal hier als Zwischenlager hin. Vor allen Dingen, wie viel Stauraum bietet die Lagereinheit? Ah, guck mal, das sieht doch viel professioneller aus wie so eine olle schäbige Holzkiste. So, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 30. Und hier auf jeden Fall mehr. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 42 Einheiten. Könnte man echt mal ein Schild dran machen. Wir brauchen 7 Zink, Tauwerk und Bretter. 7 Zink. Tauwerk und Bretter. So, wie geht denn das jetzt? Schild ist ausgewählt. Anklicken können wir es nicht. Ach, hier, guckt mal. Jetzt kann man sich aussuchen, was für ein Schild man daran macht. Und das war ja unsere Kiste, wo wir die ganze Munition drin haben. Also, ich überlege gerade, eine Handgranate. Eine Handgranate. Ein Munitionssymbol. Ja, gibt es auch. Hier oben, hier sehen wir schon als Vorschau. Wartet mal. Wenn wir jetzt so mal uns rumdrehen. Ach, jetzt haben wir schon gebaut oder was? Das ist ja. Ach nee, das können wir jetzt jederzeit ändern. Oh, schön. Oh, ich habe gleich Lust, noch eine Kiste zu bauen. Die gefällt mir so gut. Dann nehme ich jetzt erstmal alles raus hier. Alles raus aus der Kiste. Kommt das hier erstmal rein. Erste Munition. Dann das ganze Schießpulver. Was haben wir denn noch drin gehabt? Den ganzen Dünger. Den brauchen wir auch zum Bauen.
Wer weiß, wenn es wo ist, gehört zwar jetzt nicht unbedingt in die Kiste, aber wir haben jetzt so viel Platz hier drin. Und hier unser ganzes Unikum und Gegengift. Und natürlich noch eine Handgranate, die darf nicht fehlen. Schick, schick, schick. So, direkt ein Bildchen machen. Und die tun wir jetzt schrotten. Weg damit. Ach hier, Fisch, Fisch, Fischöl haben wir noch. So, das auch rein. Ich sehe schon, wir stehen hier in der Hitze. Wir laufen fast aus. So, wir trinken einen Schluck. Ist soweit okay. So, Erdbeeren und wir essen mal noch hier drei Proteinriegel. Dann sind wir fertig für die Reise. Wir haben eine vernünftige Spitzhacke mit. Wir haben die Axt mit. Wir haben den Bogen mit, neun Pfeile mit. Und gehen wir mal noch eine Loot-Tour. Was? Ritt? Wo war denn jetzt dieser Bär? Angeknurrt hat er mich, aber ich sehe ihn gerade nicht. Ach, was haben wir hier drinne? Ein Hühnchen. Leider schon tot. Leider schon tot. Lauf, da muss ich einfach nochmal zurück. Ach, da unten ist er. Das ist jetzt ärgerlich. Weil wenn der Aggro auf uns wird, dann schlägt er wieder auf unsere Treppe ein. Versuchen wir mal hinten reinzugehen. Ich will jetzt einfach das Hühnchenfleisch nicht verderben lassen. Wir packen das hier rein. Wir holen uns mal noch drei Feuerholz. 1, 2, 3. So. Ach, jetzt warten. Wir warten. Ich hatte nämlich gerade gedacht, lassen wir es. Ein was will ich noch testen. Das hatte der Frank gefragt. Das Hähnchenfleisch würde jetzt drei Masse bringen. Wir haben ein verkohltes Kaninchen. Das bringt 4,5 Masse. Ja. Ist ein Kaninchen, ist kein Hähnchen. Also, wir brutzeln jetzt mal das Hähnchen gar. Ich wollte jetzt noch mal gucken, wenn uns so ein Protein verdirbt, bekommen wir vergammeltes Fleisch. Wie viel bringt uns das vergammelte Fleisch? 2. So, von 3, das bleibt 3. Das nehmen wir einfach mit. Oh ja, hier rattern unsere Windräder. Da muss ich doch direkt mal an die Basiskontrolleinheit schauen. Wenn die hier abgehen, 0,77. Da geht was. Ich habe gerade gehört, wir haben schon wieder was gefangen, aber wir wollen jetzt eine Runde looten gehen. Da sehe ich schon zwei Kisten da drüben. Also, lasst uns hier drüben anfangen. Beziehungsweise lasst uns mal nach Muscheln gucken. Interessant wäre auch, was für Monat August. Es geht schon wieder auf den Herbst zu. Drei Kisten hier. Haben wir heute wieder eine Kisten.
Loot runter. Ich bin gespannt. Manchmal hat man wirklich so ein Glück, findet man nur Kisten. Manchmal hat man wirklich so ein Pech, findet man keine Kisten. Oder fast keine. Läuft. Haben wir schon das erste Eisenerz. Wir gehen mal wieder in unsere Lieblingsrichtung. Richtung Ost, Südost. Wenn wir Glück haben, stolpern wir wieder über eine Raritätenkiste. Wow, was für ein Dreckwetter heute. Das Gute, meine Beete war nicht gegossen. Damit hat sie das erledigt. Nimmt uns eine Menge Arbeit ab. Wir könnten auch hoch zum Pumas gehen. Obwohl ich da noch nie eine Raritätenkiste hatte. Da bin ich heute ein bisschen scharf drauf. Mal gucken, unsere Eiweißanzeige geht noch, aber ich werde es schon mal essen. Wenn ich es vergesse und es vergammelt wieder, wäre es doch. Ich glaube es nicht, oder? Ich glaube es nicht. Wir haben sie gefunden, die Raritätenkiste, ohne Quatsch. Das ist wirklich Zufall gewesen jetzt. So, was haben wir drin? Oh, das ist gut, ja. Eisenbahn. 4x Schrott. 8x Schrott. Ah, 12x Schrott. Das ist ja schon wie ein Jackpot. Und hier 5x Patronen. Ja, momentan Schrott und Elektroteile. Das ist das, was man jetzt so am Endgame benötigt. Das sind sozusagen die Hauptgewinne.
eine Raritätenkiste. Also fast auf Ansage. Sauber. Mal sehen, was wir noch so finden. Oh, schnell weg. Schnell weg. Oh, da kommt schon. Wisst ihr, was noch richtig gut wäre? Ein toter Bandit. Kisten. Alle Kisten weg, das hat so gut angefangen. Doch, da hinten, da sehe ich doch eine Kiste. Hat so gut angefangen. 3 Kisten auf einem Schlag. Jetzt hat es stark nachgelassen. Aber Schrott. Heute finden wir Schrott. Da sind wir schon bei 19. Guck mal hier, das können wir auch mal alles anziehen wieder. Das hat man ausgezogen, weil es uns halt in der Base so nicht kalt, so warm ist. Ich sehe Kupfer. Drüben sehe ich noch Kupfer, aber das ist gefährlich, gefährlich. Das könnte ein Beinbruch bedeuten, das lasse ich mal lieber. Okay, wir sind an der Grenze, gucken wir mal. Wo sind wir denn eigentlich? Weit, weit weg sind wir. Okay, dann lasst uns mal... umdrehen. Gehen wir noch etwas nach Südwest. Und dann mal so Richtung direkt unserem Punkt zurück. Wobei das eigentlich keine Rolle spielt. Es kann ja schon nachgespawnt sein. Direkt die nächste Kiste entdeckt. Jetzt läuft's. Man muss nur einfach mal ein bisschen meckern.
Man muss einfach mal ein bisschen meckern. Schon klappt das wieder. Oder die Augen offen halten. So, natürlich nehme ich auch die ganz entfernten Kisten mit, die ziehen mich magisch an. Da vorne sehe ich da schon wieder eine Kiste neben dem Bär. Ich hatte gerade mit dem Gedanken gespielt, ob wir eventuell mal tauchen gehen, aber das will ich jetzt nicht noch. Wir hätten zwar noch Platz im Inventar, aber es könnte knapp werden, wenn wir nachher noch mehr einsammeln. So, wo ist denn jetzt die Kiste hin? Löschen wir uns mal ran. Schrott, Nägel, also heute ist ja top. Heute ist Top-Loot-Tag. In der Mitte durch hier und hoffen, dass wir nichts aggro ziehen. Aber ich muss euch sagen, ich hatte ja zu Beginn von Subsistence jeden Tag eine Folge rausgebracht. Und ihr habt es ja auch mitbekommen, es gab vor ja, 5, 6, 7 Tagen so in etwa, da war ich wirklich mal so bei einer Flaute angekommen. Wo ich wirklich, ja, ich will nicht sagen, die Lust verloren hatte, aber einfach so der Ehrgeiz fehlte. Und das hat wirklich jetzt viel ausgemacht. Einfach mal 2, 3 Tage aussetzen. Einfach mal hin und wieder nur spielen. Und siehe da, es macht wieder Lust wie am ersten Tag. Gerade wenn man jetzt so sich neue Ziele setzt, wie diese Lagerkiste heute, die hat mir wirklich Spaß gemacht, die zu bauen. Das hatte ich schon immer mal vor. Und ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob wir schon reif sind, um in die Lavahöhle zu gehen. Oder ob wir da jämmerlich scheitern. Das ist die Frage. Pass auf, Schrott. Nee, das war eine Munitionskiste. Aber Schrott und Nägel. Ah, das ist eine Medikiste. Was haben wir hier drin? Munition. Warum auch immer. So viele Tiere heute hier. Da müssen wir auch mal ein bisschen dezimieren. Kollege dort, ey. Jetzt geht's ja ab hier. Komm, geh mal schön zum Wolf. Nein, ich. Schnell, Heilverband. Ich werde mich mit dem nicht anlegen. Ich habe da echt keine Lust drauf. Nachher kommen die wieder und randalieren hier an meiner Base rum. Hab ich keine Lust. Ich will mich jetzt erstmal schön wieder formieren. Was ist da los?
Was wird denn hier überall geschossen? Ich glaube, den haben wir abgehangen, aber warum ist hier noch so ein Krieg im Gang? Oder hat er etwa mit dem Wolf gekämpft? Eventuell hat er verloren. Ich glaube, davon habe ich ihn laufen sehen. Dann auf die Wölfe. Könnte auch ein Hase gewesen sein. Da hinten im Busch läuft definitiv einer. Wow. Was macht? Da rennt einer. Aber wohin will er? Was macht er? Da rennen zwei. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die vorhaben. Meine Fresse. Das ist gefährlich. So. Guck mal, haben wir ihn abgehangen? Haben wir ihn abgehangen? Dann nehmen wir noch das Erz mit. Na, nicht wirklich. So, jetzt kommt langsam wieder die Schusslichkeit, weil ich jetzt nur noch nach Hause will. Also ihr seht aber, es ist nicht ohne hier auf der Karte. Tiere sind reichlich vorhanden, Jägerbanditen reichlich vorhanden. Läuft da drüben ein Reh? Ist aber zu gefährlich. Das läuft schon Richtung Banditen. Kaninchen, einmal nichts. Gleich wieder Heilkräuter rein als Köder. Ah, nee. Blöde Bär. Hör zu. Da hat er uns nicht gesehen. Doch, doch. Schlimm, schlimm, schlimm. Das meinte ich. Da kommt er an und haut erstmal ans Fundament und geht wieder. Okay. Wir sind zurück. Dann machen wir mal hier eine Bestandsaufnahme. Gucken wir erstmal, das brennt noch. Unser Fleisch rauf auf den Grill. Trinken noch einen Schluck.
Okay, ich lasse mal hier das Fenster jetzt offen. Wir gucken mal, wir haben 60 Nägel, 25 Metallschrott. Also das finde ich richtig gut, der Metallschrott, weil das brauchen wir momentan. 11 Elektrobauteile, das ist okay. Die brauchen wir auch dringend. 7 Schrotpatronen. Erze haben wir gesammelt. 2 Eisenbahnen, 4 normale Gewehrpatronen. Ja, und ein bisschen Krimskrams. Hat Spaß gemacht, war eine schöne Runde. So, wir wollten gucken. Bei 500 und ein bisschen sind wir aus dem Haus gegangen. Jetzt stehen wir bei 1000. Die halbe Nacht ist rum. Ja, es ist windstill, es ist dunkel, es wird nichts eingespeist. Sehr schade. Und wir gucken mal, dass wir uns gleich einen neuen Dietrich bauen. So, ich warte auch, dass ich ihn direkt einstecke. Kennt mich. Mein Gedächtnis ist immer so, ja, nicht so gut. Ich vergesse das, habe schon wieder das nächste im Kopf und aus den Augen, aus dem Sinn. So, Dietrich wieder im Inventar. Schön. Unsere Kiste hier, die gefällt mir. Verband. Wartet mal, tun wir auch direkt bauen. Zwei Stück. Den bauen wir. Einen haben wir jetzt verbraucht. Also drei möchte ich immer mindestens mit haben. Wartet mal, tun wir. Ne, doch, lass mal hier das Kupfer reinziehen. Das Eisen. Das ist schon voll der Stack. So, zweimal Samen, Erdbeeren, kommen die erstmal weg. Zack, zack. Weggefuttert. Sechsmal Biokraftstoff in den Generator. Samen in die Kiste. Und dann zum Ausgeladen. Wir speichern und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe sie extra etwas länger gemacht, weil jetzt nicht mehr so oft Folgen kommen. Und es gibt ja doch noch einige, die ja sehr gerne dabei sind, sehr gerne schauen. Und ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Macht's gut. Bis später.